Sie haben sich Zeit gelassen. Okay. Passen Sie auf. Fahren Sie zu Velascos Yacht, La Honradez. Er müsste an Bord sein. Ein Frontalangriff wäre also möglich. Ist aber schwierig, hein, Senor? Und keine Fehler. Oder wir sind alle tot. Ich mache keine Fehler, Senor. Ich habe gerade mal einen Schluck Wasser getrunken. Okay, die Fahndungslevel sind wieder weg. Ist ja schön. Wo ist die Yacht? Okay, die ist direkt hier. Ja, würde ich sagen, nehmen wir gleich direkt das Boot hier vorne. Sieh, Papi, du bezahlst schließlich. So. Ui, aufs Festland wollen wir natürlich nicht. Beziehungsweise, ja, auf Grund legen. Nein, wie nennen wir das, wenn das Schiff auf dem Grund liegt? Also, auf einer Sandbank ist. Keine Ahnung, da gibt es einen Begriff dafür. Ich komme jetzt einfach nicht drauf. Okay, hier ist so ein Gedöns. Okay, hier haben wir irgendwie Schalldämpfer, Gewehr. Ja, wir gehen offensiv vor. Er greifen uns an. Okay. Ah Gott. Boah, die halten aber was aus jetzt hier. Komm, 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 komm. Ja, komm. Weiß ich, ob man vielleicht auch hätte in Stealth vorgehen können. Hätte ich eigentlich mal probieren können, weil so eine Schalldämpfer-Maschinenpistole gerade da war. Okay, hier ist nichts. Ja, ich schaue gerade wegen Medipack, aber ich glaube, das würde uns hier als schwarzer Punkt angezeigt werden. Okay, dort ist schon der Kollege, den wir ausschalten sollen. Erstmal umschauen hier. Landeplatz. Okay, bevor der flieht, sollten wir uns vielleicht besser um den kümmern hier. Lass uns ein bisschen hin und her laufen. Komm, 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 komm. Okay, den haben wir. Schwing deinen Arsch zur Yacht. Wir treffen uns dort. Okay, wir bekommen Gesellschaft und ich habe nicht mal viel Energie. Was besetzen Sie das Geschütz? Ach so, ich dachte, wir bekommen. Ui. Ah, fuck. Ich glaube, das überleben wir nicht. Oh, na. Hier wollen wir nichts tun. Ja, scheiße, ich habe keine Energie mehr groß. Komm. Ah, komm. Ja, das gefällt mir auf jeden Fall jetzt schon wieder so eine Verfolgungsmission. Also ich dachte, da kommt doch ein Boot, derweil war das bloße Steg. So, Hubschrauber haben wir. Ah, das kann man auch gleich als Thumbnail nehmen, wenn ich dran denke. Sieht geil aus. Kommen noch mehr? Wollte schon sagen. So. Ja, komm. Und noch einer. Ist natürlich Mist, weil ich keine Gesundheit mehr habe. So, sehr schön. Okay, ich sehe schon wieder was Rotes. Das bleibt aber auf dem Weg. Ja, dieses Auto-Aiming oder dieses Ziel-Gedöns geht bloß ab einer gewissen Entfernung. Also wenn die nicht ganz so weit weg sind.
Also solche Sequenzen finde ich immer wieder cool. Also könnt's auch ruhig öfters hier bringen. Verzeihung. Wie die Schiffe einfach anfangen zu springen. Ah Gott. Ja, lässt sich ein bisschen schlecht zielen mit diesen Schlängellinien. Ja, komm. Okay. Ah, kommt noch welche? Nein, ne? Achso, ich habe jetzt ganz vergessen, ja, zu reden. Möchten Sie speichern, aber natürlich. Ja, so. Zweimal doppelt hält besser. Ja, wir haben es jetzt schon. Ja, gleich um 10. Weiß nicht, irgendwas Kleines würde ich noch machen. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Warte mal, ich schau mal kurz auf die politische Karte. Da hat sich noch nichts verändert, außer dass sich unseres Gebiet erweitert hat. Ich würde sagen, wir würden den einen Außenpost jetzt noch befreien, hier wo dieses gelbe Teil ist. Und danach würde ich die Aufnahme auch schon wieder beenden. So. Hier ist was zum Abspeichern. Das heißt, wir können hier auch Energie auffüllen. Hoffe ich zumindest. Hier haben wir schon mal. Ja, Waffen, Munition. Okay. Ich finde das echt cool, auch mit dieser Gitarrenmusik halt. Das hat ein bisschen was. Haben wir kein Fahrzeug? Also ja, ein Boot, aber ein richtiges Auto wäre eigentlich auch ganz nett. Warte mal, hier ist eine Garage, aber da wird sicher keins drin stehen, oder? Nein. Da wächst bloß Gras. Also Wiese, nicht was ihr jetzt vielleicht denkt. Okay, wir sind auf einer Insel. Warte mal, wo liegt denn das? Ja, komm, wir nehmen erstmal das Boot, weil... Bevor wir jetzt übelst lang laufen... Ich finde, das Wasser ist echt cool gemacht. Also das sieht echt schön aus. Also für... Alter, was ist denn das für Raumschiff? ein U-Boot oder was? Also Feuer... Ey, das ist ja cool. So... Boah, was ist das für Teil? Krass. Ich glaube, das war doch die Richtung hier. Ja? Das fährt so schnell, dass ich da schon vorbei bin. Okay, ein Punkt scheint hier im Wasser zu sein. Komm, anhalten. Komm, den holen wir. Wenn wir einmal hier sind,
sehe es bloß nicht. Ach, oder? Also tauchen war. Ah, so. Komm. Okay, sehr schön. Ist das jetzt dunkel geworden oder was? Boah, wie lange können wir die Luft anhalten? Ich schaue jetzt mal kurz. Wir tauchen und tauchen wieder auf und auf einmal ist. Ich glaube, wir sind in die falsche Richtung gefahren. Ich wollte hier hin. Ja. Warte mal, können wir. Nein, wir können das Spiel laden. Wir können jetzt nicht irgendwie sagen, okay, laden wir den letzten Kontrollpunkt. Oh, das Boot, warum ist das so weit weg? Wir sind noch nicht so weit geschwommen. Oh. Aber schneller schwimmen können wir jetzt nicht, oder? Oh, komm. Warte mal, können wir hier... Ah, falsche Taste. Können wir hier Exfiltration machen? Warte mal. Ich will nämlich zu diesen einen... Genau, hier will ich hin. So, es kommt Hubschrauber. Ich dachte, es war jetzt direkt so eine Schnellreisemöglichkeitsgedöns. Okay, das ist schön. Da haben wir das auch mal gemacht. Geht allerdings auch bloß, wenn wir safe sind. Also wenn jetzt nicht irgendwelche Feinde hinter uns her sind oder so. Achso, Fallschirm öffnen. So. So, dann nehmen wir nochmal das Boot, machen den einen Außenposten und nach den Außenposten werde ich dann die Aufnahme auch beenden. Gott. So. Oh, selbst das sieht geil aus. Ich finde, das Spiel hat so ein echt geilen Grafikdesign. Ich meine, gut, bei der die Stadt an sich sieht auch gut aus. Die erinnert einen so ein bisschen an Shenmue. Aber man merkt, dass da nicht ganz so viel. Wie soll ich sagen? Ganz so viel Liebe dahinter steckt. Zumindest bei der Stadt. Weil das alles sehr blockig aufgebaut ist und sehr quadratisch. Aber es ist nicht weiter schlimm. Also ich finde das echt geil. Wärst du jetzt so freundlich, die. Ich glaube, das Spiel hat sich aufgehängt. Das wäre jetzt alles andere als schön. Okay. Okay, jetzt sind wir in die richtige Richtung. Ja, wie gesagt, das hat echt ein sehr geiles Design. Meiner Meinung nach. Okay, da sehen wir schon auf der Karte. Fahren mal lieber außen rum. Bald kommt ja. Okay. So. Na, die Sprites oben, die auf der Karte, die glitschen. Ich habe es noch nie auf einer Minimap gesehen, aber ist auch mal lustig anzuschauen. Normalerweise werden die ja ein bisschen übereinander versetzt gemacht, die Sprites. Also wir sehen zwar dort bloß in 2D, aber sie sind ja trotzdem in der 3D-Welt platziert. Und wenn die genau in der gleichen Höhe sind, ist genauso mit den Texturen halt. Wenn zwei Objekte oder zwei Flächen auf einer Stelle sind, glitschen die dann so. Also, oder ja, wenn man das so nennen kann. Also dieses Kantenflimmern. Nein, Kantenflimmern ist ja wieder was anderes. Befreiung starten, ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Boah, was ist denn da hinten runtergefallen? War das Auto oder was? Oder? Ja.
bisschen zerstört. Aber das ist garantiert nochmal so ein Missions. Genau, Bonus. Ich weiß aber nicht, ob uns das jetzt irgendwie etwas bringt. Also jetzt irgendwelchen Bonus oder so. Ja, komm. Das ist blöde, die stehen alle vor der Straßensperre. Das ist doch klar, dass die alle tot sind dann. Was soll ich denn da machen? Das finde ich echt kacke, dass ich dann noch die eigenen Leute töte, aber ich kann die ja nicht irgendwie weglocken oder so. Ich muss ja diese Straßensperre zerstören. Das ist halt ein bisschen Mist. Okay. Warte mal. Ah, schön. Noch ein Bundesmissions. Also ich dachte, du wärst jetzt einer der Bösen. Nimm das, Regierungsschwein! Ah, noch ein bisschen einsammeln hier. Komm. Na, eine Granate reicht nicht, falls sich jetzt jemand fragt, warum ich zwei schmeiße und bloß eine Explosion. Die gehen beide dann gleichzeitig hoch. Hab's auch schon mit einer probiert, aber ja, das reicht nicht. Könnte auch C4 nehmen, aber Granate geht schneller. So, hier ist jetzt nichts. Ja, wir können mal einen hinschmeißen. Ob das jetzt irgendwas bewirkt? Oh! Damit habe ich es nicht gerechnet. Aber gut zu wissen. Ja, das ist auch so ein Symbol hier für C4-Gedöns. So, den Typen sollen wir noch töten, da oben. Also, ich dachte, da wäre jetzt irgendwas, was, ja... Ja, komm, wir haben ihn gleich. Ja. Sehr schön. Okay, da haben wir den damit auch erfüllt, ausgeschaltet, der Außenposten. Warte mal, hier haben wir noch ein bisschen Gesundheit. Ja, komm, ich nehme hier den Hubschrauber. Achso, Und, ja, ich fliege jetzt zum nächsten Außenposten und speichere dort ab. Ich wollte schon sagen, ich schneide es raus. Aber komm, wir fliegen, da wir sind relativ flott. Dann nehme ich euch jetzt noch den Moment mit. Ja. Aber wer will, kann jetzt schon abschalten, weil es passiert jetzt nicht mehr. Ich fliege bloß zum Außenposten, tu abspeichern und ja, das war's dann. Ja, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Okay, wir sind jetzt schon weiter als auf diesem großen. Boah, wir sind aber weit gekommen, wir waren doch vorhin noch hier. Warte mal, wie sieht denn hier die politische... Karte aus, okay. Ja, komm. Ey, das ist ja geil. Können wir wieder einsteigen? Ey, den hätt's.
eigentlich normalerweise zu fetzt. So. Das ist echt cool, gerade hier mit der Musik. Manchmal macht der Job wirklich Spaß. Das glaube ich ja. Aber geil finde ich halt, dass wir dann auch immer wieder einen Fallschirm öffnen können und halt dann wieder in freien Fall runterwechseln können. Das hat echt gerade einen geilen Effekt, also so mit dieser Musik halt hier und diese Stille und das ist echt gerade geil. Ja, also das ist doch eine gute Idee, dass ich euch jetzt mal mitgenommen habe, um euch das zu zeigen, was ich meine. Also so. Oh, ein Monster Truck. So, Gesundheit ist voll, ja? Ja, na dann ist es jetzt voll. Müssen wir mal ein bisschen einsammeln. So, und abspeichern. So. Ja, ich auch nochmal. Ja, na gut, Freunde, ich werde die Aufnahmen jetzt beenden. Ob ich morgen aufnehme, weiß ich noch nicht, weil eventuell habe ich etwas vor. Aber das ist jetzt noch nicht safe. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Aufnahme. Es macht richtig Bock, das Spiel halt. Ja. Okay, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, vielleicht sieht man sich dann auch beim nächsten Mal. Okay, ciao.